Herzlich willkommen zu dieser Meditation für Trader. Diese Meditation wird dir helfen, in the zone zu kommen. In the zone ist ein Zustand, in dem es dir leicht fällt, deinem Regelwerk im Trading zu folgen, in dem es dir leicht fällt, deine Edge auszuführen und in dem du komplett wertungsfrei und ohne zu zögern alle validen Trades nimmst. Du entscheidest dich immer, das richtige Risiko für deinen Plan zu nehmen und du hältst dich ausnahmslos an deinen Plan. In diesem Zustand, in dem wir nicht werten, in dem wir nicht zögern und in dem wir unserer Edge zu 100% vertrauen, sind wir in the zone. Wir merken, dass wir eins werden mit dem Markt, dass wir komplett ohne Angst, komplett ohne Gier und komplett ohne Emotionen ausführen können. Ein Trading-Tag entscheidet sich für uns nicht durch den Profit oder den Loss, den wir machen, sondern wir sehen den Tag als einen guten Trading-Tag, an dem wir uns 100% an unseren Plan gehalten haben. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen sich wünschen, so traden zu können. Und genau deswegen hilft uns Hypnose und Meditation tagtäglich, diese Konzepte zu wiederholen, die Unsicherheit im Trading voll und ganz zu akzeptieren und zu handeln wie ein Casino-Besitzer. Wir starten jetzt mit der Meditation. Du kannst dir hier fürs nächste Mal einen kleinen Reminder reinmachen, dass die Meditation hier losgeht. Setz dich jetzt bitte hin und finde einen Ort, an dem du für einige Zeit nicht gestört wirst. Setz dich aufrecht hin, leg deine Hände in deinen Schoß, stelle deine Füße gerade auf den Boden. Nimm einen tiefen Atemzug ein und aus. Lass mal allen Stress, alle Anspannung gehen. Gib deinem Unterbewusstsein den Befehl, die nächsten 15 Minuten sich nur von meiner Stimme leiten zu lassen und die Affirmationen, die wir sprechen, anzunehmen. Schließe deine Augen und finde jetzt eine bequeme Position, in der du für 15 Minuten gut sitzen kannst und meiner Stimme folgen kannst. Atme ganz tief ein und stell dir vor, wie du Entspannung einatmest, wie du Selbstsicherheit einatmest. Und lass alles gehen, was dich gerade eben stresst. Lass alle Sorgen los und sei voll und ganz im Moment. Wiederhole das Ganze nochmal. Wir atmen nochmal tief ein. Konzentriere dich darauf, wie dein Atem sich im Körper verteilt. Stell dir vor, dass du Entspannung und Selbstsicherheit einatmest. Atme aus, lasse allen Stress, alle Sorgen, lasse alles los, was du in diesem Moment jetzt nicht brauchst. Jetzt fühl mal in deine Hände hinein. Leg deine Handflächen mal nach oben und fühle ein leichtes Pulsieren in deinen Händen. Richte deine ganze Aufmerksamkeit auf deine Hände und spüre das Blut durch deine Hände fließen. Spüre, wie sie pulsieren. Und dann wandere langsam mit deiner Aufmerksamkeit über deine Unterarme, zu deinen Ellenbogen, zu deinen Schultern. Und spüre, wie du den ganzen Arm spüren kannst. Du kannst spüren, dass er da ist, auch wenn er gerade eben sich nicht bewegt, auch wenn er sich gerade eben nicht anstrengt. Aber du spürst dennoch, dass er da ist. Du spürst, dass deine Muskeln da sind. Du spürst deinen inneren Körper. Atme nochmal ganz tief ein. Und stell dir vor, wie eine Welle der Entspannung über deinen Körper fließt. Stell dir vor, wie aus den Händen heraus, denen wir gerade den Fokus geschenkt haben, eine Welle der Entspannung sich ausbreitet, bis hoch in den Kopf, in den Brustkorb und in den Bauchraum und dann hinunter über deinen Rumpf, in deine Beine und Füße. Mit jedem Atemzug spürst du, wie dein Körper sich mehr und mehr entspannt, wie du schwer in den Stuhl oder in das Sofa unter dir sinkst. Du spürst die Berührungspunkte, wo deine Füße auf dem Boden stehen, wo deine Sitzbeinhöcker auf deinem Kissen oder auf deinem Stuhl sitzen. Du spürst, wie dein ganzer Körper immer schwerer und immer ruhiger wird.
erlaube dir, in einen tiefen Zustand der Entspannung zu gleiten, indem du dein Unterbewusstsein für dich arbeiten lassen kannst. Jetzt, in diesem entspannten Zustand, beginne dein Trading-Setup zu visualisieren. Wenn du mehrere Setups hast, dann konzentriere dich jetzt auf eins und stell dir vor deinem inneren Auge ganz genau vor, wie sich dein perfektes Setup am Chart entwickelt. Sieh es durch deine Augen. Sieh es, als würdest du gerade eben vor dem Chart sitzen und sehen, wie sich dein perfektes Setup entwickelt. Alles ist klar und deutlich. Du siehst jede Linie, jede Kerze, jede Zeichnung von dir, jedes kleinste Detail. Stell dir jetzt vor, wie du einen Trade setzt. Alle deine Einstiegssignale sind da. Du hast mehrfach deinen Plan abgeglichen. Du folgst 100% deinem Plan. Es fällt dir sehr leicht, diesen Trade zu setzen, denn du siehst, dass sich dein Setup, deine Edge ganz, ganz klar entwickelt haben. Der Preis bewegt sich langsam. Er kommt ein Stückchen wieder zurück zu deinem Einstieg. Wir sind ein bisschen im Minus und langsam aber sicher bewegt sich der Preis weg von deinem Einstieg in Richtung deines Gewinnziels. Du siehst, wie die Bewegung des Preises sich weiter und weiter für dich entwickelt. Aber du bist ganz entspannt. Du spürst weder Freude noch eine negative Emotion. Du unterdrückst das Bedürfnis, den Trade früher zu schließen, denn du hast dein Gewinnziel genau nach deinem Plan und nach deiner Edge festgelegt. Du schließt den Chart, um dich nicht in Versuchung zu bringen. Und ein paar Minuten später bekommst du den Alarm, dass der Preis dein Gewinnziel erreicht hat. Du hast einen erfolgreichen Trade abgeschlossen. Visualisiere, wie zufrieden du bist, dass du dich an deinen Plan und an dein Setup gehalten hast. Beginne das Ganze nochmal von vorne. Stell dir nochmal vor, wie sich dein perfektes Setup aufbaut, wie sich deine Edge aufbaut. Du siehst alles ganz klar, jede Kerze, jede Linie. Visualisiere, wie du alle deine Trading-Regeln befolgst. Du hältst dich strikt an deine Strategie, ohne zu zögern. Es baut sich erneut ein Setup auf. Alle Signale, alles ist richtig. Alle Bestätigungen, die du brauchst, sind da. Wieder setzt du den Trade, ohne zu zögern. Du spürst ein Gefühl der Zufriedenheit, denn du hast dich an deinen Plan gehalten. Wieder bewegt sich der Preis eine Zeit lang um den Einstiegspunkt herum. Wir sind kurz ein bisschen im Profit, doch dann wendet der Markt, dreht sich gegen dich und läuft in deinen Stop-Loss. Du bekommst den Alarm, dass dein Stop-Loss ausgelöst wurde. Du spürst keinerlei Emotion, denn du weißt ganz genau, wenn du denkst wie ein Casino-Besitzer, dann spielt es keine Rolle, wann deine Edge aufgeht. Es spielt nur eine Rolle, dass du in der Lage bist, dein Setup oft genug zu wiederholen, um deiner Edge die Möglichkeit zu geben, um der Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit zu geben, für dich einen Profit zu generieren. Du bist zufrieden mit dir. Du bist auch über diesen Trade sehr zufrieden und glücklich, denn du hast dich an deinen Plan gehalten. Du hast diszipliniert deinen Trade gesetzt, ohne Probleme. Stell dir jetzt vor, wie du am gleichen Trading-Tag ein weiteres Setup siehst. Ein paar Minuten später, eine halbe Stunde später, baut sich ein neues Setup auf. Du hast in der Zwischenzeit geduldig abgewartet, deine Alarme gesetzt, bis der Markt zu dem Preisbereich kommt, der dich wieder interessiert.
Der Alarm wurde ausgelöst und du gehst an den Chart, du schaust dir an, wie sich dein Setup aufbaut. Du siehst wieder ganz, ganz klar jede Kerze, jede Linie. Du bist komplett frei im Kopf. Du hast keinerlei Zögern, keinerlei Zurückhaltung, denn du weißt ganz genau, dass dieser Trade nichts mit dem vorherigen zu tun hat. Du siehst dein Setup, du wartest ganz geduldig ab, bis auch die letzte Bestätigung sich entwickelt hat. Ab dem Moment, wo die letzte Bestätigungskerze abgeschlossen ist, setzt du deinen Trade sofort ohne zu zögern. Du hast keine Angst und du bist auch nicht gierig, denn es spielt für dich tatsächlich in diesem Moment keine Rolle, ob der Trade aufgeht oder nicht aufgeht. Denn du hast dich an deine Strategie gehalten, du kennst ganz genau deine Backtesting-Ergebnisse, deine vorherigen Ergebnisse und du weißt, dass über einen längeren Zeitraum du im Profit bist, deine Edge dich zu einem profitablen Trader macht. Du hast den Trade gesetzt und du wartest jetzt, bis der Markt sich entwickelt. Du bist ganz geduldig, du micromanagest nicht, du hältst dich exakt an den Plan. Es passiert gerade eben nicht viel, der Markt bewegt sich nicht wirklich, deswegen schließt du deinen Chart. Es dauert eine Zeit. Doch nach knapp einer Stunde kommt ein Alarm auf dein Handy, dass dein Take Profit ausgelöst wurde. Zufrieden checkst du dein Handy wieder ein, gehst zurück an deinen Laptop und journalst die heutigen Trades. Du bist sehr dankbar, du fühlst ganz, ganz tiefe Dankbarkeit dafür, dass du dich so strikt und strukturiert an deinen Plan gehalten hast. Stell dir vor, wie du jeden Tag zufrieden und glücklich beendest, weil du deinen Plan befolgst. Du bist komplett vom Ergebnis entkoppelt, denn das Einzige, was dich interessiert, ist dein Prozess als Trader. Nimm dir jetzt ein paar Minuten Zeit und visualisiere, stell dir vor, dass du alles, was du wissen musst, in deinem Unterbewusstsein findest. Alles Wissen, was du brauchst, um im Trading profitabel zu sein, um die beste Edge zu haben, ist bereits da. Diese paar Minuten der Stille können dir helfen, das zu finden. Stell dir vielleicht vor, wie du mit einem sehr, sehr langjährigen, profitablen und vor allem auch einem sehr, sehr, sehr weit in der Persönlichkeit entwickelten Trader redest. Stell dir vor, was würde er dir für Tipps geben? Wie würde er dich coachen? Würde er dir sagen, dass die Analyse nur ein ganz kleiner Teil ist? Vielleicht gibt er dir super gute Tipps, wie du dein Mindset weiterentwickeln kannst. Vielleicht gibt er dir den letzten entscheidenden Hinweis, den du benötigst, um deine Edge wirklich zu definieren. Nutze diese Zeit der Stille jetzt.